Ja, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Ich muss mir das erstmal wieder per Task Manager maximieren, damit ich hier ein Vollbild habe. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir mal weiter, oder? Mal sehen, was uns hier noch so erwartet. Ja, ich habe dann jetzt einfach mal per Turbo noch ein bisschen mehr Übertaktung rausgeholt aus dem i7. Schwer der Hoffnung, dass das hier jetzt besser läuft. So für, wegen Einzelkernleistung und oh ja, meine Beretta ist irgendwie ziemlich leer. Diese Schniegel sieht besser aus. So. Es würde nicht ganz einfach werden, da rauszukommen. Die Treppe war versperrt und der Aufzug schon seit Jahrzehnten außer Betrieb. In dieser deutschen Übersetzung die Stimme, das klingt doch total nach der Stimme von dem Typen von Dings hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Zombieland kennt, aber da finden sie doch diesen in Hollywood diesen einzigartigen Schauspieler, der Ghostbusters halt da mitgespielt hat. Also zumindest dessen Synchronstimme ist das doch hier irgendwie. Also so schlecht ist die Übersetzung vom ersten Teil schon mal eigentlich, finde ich gar nicht. Ich finde die Stimme ziemlich cool. Ja, genau, hier hat man noch einen Dartpfeil in seine Stirn reingerammt. Und ja, genau, wir sind ja jetzt hier in dem ach so tollen Motel oder Hotel. Ach, somit haben wir die Painkiller, glaube ich, schon wieder voll. Ich glaube, es ging nur 8 oder 9. Mal schnell speichern. So, ja. Zielen gibt es ja hier so nicht. Ja. Radio. In seiner heutigen Pressekonferenz erklärte der Bürgermeister, dass Valkyr eine große Gefahr für New York darstelle und forderte drastische Maßnahmen zur Beseitigung dieses Problems. Mit dem Mord an DEA Special Agent Alex Balder verschlimmert sich die Valkyr-Krise dramatisch. Special Agent Balder wurde mit mehreren Schüssen aus kürzester Distanz ermordet. Der Schütze wurde als Max Payne identifiziert. Das Netz um den flüchtigen Kriminellen zieht sich weiter zu, da sich zusätzliche Einheiten des NYPD an der Suche beteiligen. Das waren meine 15 Minuten Ruhm. Ja, klasse. Du wirst es gesucht und bist kein Bulle mehr, Junge. Allem Anschein nach. Manchmal explodieren die Fernseher, ja, ne? Wenn man die anschaltet. So, aber irgendwie gab es doch hier noch was, oder? Ah, sieh mal einer an. Munition. So, was geht hier oben ab? Abgeschlossen. Ah ja, ich erinnere mich. Wir laufen hier durch das Fenster. Ja, mit den Chefs stimmt was nicht. Payne ist da und sie antworten nicht. Lass uns reingehen. Payne wird dafür bezahlen. Verdammt! Hier hätte es jetzt eine coole Szene gegeben, weil in der Vergangenheit erinnere ich mich, habe ich nämlich immer diese Dings hier hochgejagt und dann sind die da ordentlich hochgegangen da drin. Ja, genau, so lief das eigentlich früher mal. Schön durchs Fenster geschossen hier. Ja. Naja, diesmal nicht. Hier gibt es Munition wieder hier. Eigentlich können wir mal ein bisschen Shotgun machen, ne? Was geht denn hier jetzt? Ja, komm, wir machen mal eine coole Szene hier.
Uah. Ah, hat nicht so ganz funktioniert. Aber naja. Irgendjemand, dem das nicht gefällt hier? Anscheinend nicht. Aha. Abgesägte Schrotflinte. Ja, damit könnte man ja eigentlich mal so ein bisschen durch die Gegend laufen hier, ne? Ist ja ganz cool, das Teil, ne? Lords und Ladies, was bisher geschah? Den Blatt. Bam, bam. Alter Schwede. Geh vor, und du auch. Ah. Noch jemand, der sich mit mir anlegen will hier, oder was? Ahnungslos. Ja, mein Lord, wir beide sollten tot sein, da diese Schande zu groß. Programm weg. Er gibt wieder Cola. Tja. Die V-Junkies hätten ohne Warnung angreifen können. Ich musste vorsichtig sein. Er hier nicht, aber er hat Munition für uns. Abschaum muss man erledigen, oder? Sehe ich auch so. Ruhe im Karton hier. Irgendeiner noch was dazu zu sagen? Anscheinend nicht. Wasserbetten funktionieren im Übrigen besser und ohne Strom. Da kam ich her. Das ist nur der Raum hier. Ja, genau das meine ich. Manche Glotzen gehen hoch. Aber ist in Ordnung, das speichern wir so. Ich habe eh genügend Medi-Dings-Specs da. Insofern alles halb so wild. Keiner was dagegen, dass ich hierher komme. Scheiß Ding! Vorsicht! Hol den! Gott, was bin ich hier früher verreckt, ne? Noch einer was dagegen, dass ich hier bin. Anscheinend nicht, ne? Gibt's hier irgendwas? Nahm der Kampf der Stadt gegen die Albtraumdroge Valkyrie eine schlimme Wendung, als DEA Special Agent Balder in der Roscoe Street Station brutal ermordet aufgefunden wurde. Ein Verdächtiger wurde kurz nach den Schüssen beim Verlassen des Tatortes beobachtet und das NYPD fahndet augenblicklich nach Max Payne, einem flüchtigen Verbrecher. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Und nun das Wetter. Der schlimmste Schneesturm, den New York je erlebt hat, tobt weiterhin über der Stadt.
Ja, geil. Echt super. Die Party war schon eine Weile vorbei. Ich war nicht traurig, dass ich die Show verpasst hatte. Ja, Kumpel, dich hat's aber erledigt, wa? Mann, Mann, Mann. Diese Windows 98 Maus, ne? Das ist so richtig retro hier. Absolut retro. Ja, Junge, Junge, Junge. Das lief mal schön flüssig auf einem uralten Pentium 3. Und jetzt habe ich hier so einen i7, der auf 4 GHz rennt. Der P3 hat im Übrigen nur 750 MHz, ja. Jetzt kriege ich hier keine stabilen 60 FPS hin. Das ist doch verarsche pur, oder? Schaumbeseitigung hier. Mach den kalt. Nee, ich zeig dir mal, wie man einen kalt macht. Ah! Ich hätte durch die Tür zurücklaufen sollen. Aber das war offensichtlich der letzte, deswegen auch die Slow-Mo beim Sterben von dem Vogel da. Junge, 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 das geht ab hier, ey. Hier kommen wir nicht durch, ne? Ja, auch nicht. Ich hatte Muertes Zimmer gefunden. Ah ja, komm, kennen wir. Muerte hatte einen Brief erhalten. Geschlossen. Ja gut, komm, dann schauen wir uns den Brief an. Tricky, tricky, ja. Unsere Untersuchungen hatten keine Verbindung von Angelo, dem Kopf der Punchinello-Familie, mit Valkyr ergeben. Sämtliche Spuren endeten bei Jack Lupino. Der Brief in Muertes Zimmer war vom Don höchstpersönlich unterzeichnet. Es war der erste Hinweis, dass der Don wusste, was in seinem Syndikat vor sich ging. Die Punchinello-Familie hat dir aus der Klemme geholfen, in der du nach dem Debakel in Chicago gesteckt hast. Du hast auf eine Chance gewartet, dich erkenntlich zu zeigen. Einer unserer besten Jungs hat ziemlich viel Ärger am Hals. Wir brauchen deine besonderen Fähigkeiten als Rückendeckung bei einem größeren Deal. Das Sammeln von Beweisen war schon ein paar hundert Kugeln zuvor überflüssig geworden. Ich war bereits so weit über den Punkt ohne Wiederkehr hinaus, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie er ausgesehen hatte. Tja, ja. So, Jungs, was ist los hier, hm? Eigentlich wird er hier auch aktiv dadurch, aber naja. Wie auch immer. Wir räumen hier so richtig schön auf. So. Irgendwer was dagegen hier? Anscheinend ja nicht. Ja, da musste man auch früher erstmal drauf kommen, dass es dann... Boah, ich wäre hier fast runtergefallen. Hier weitergeht, ja. Ich wollte gar nicht wissen, was hier passiert war. Es war kein schöner Anblick. So, jetzt kann ich mir aber die Shotgun-Munition dann holen, die ich da drüben nicht einsammeln konnte, ne? Munition ist ja immer so eine feine Sache, ne? Wo war sie noch? Ich glaube hier, ne? Auf dem Tisch. Ja, machen wir sie wieder voll. Schon wieder voll. Naja. Okay. Wir wollen noch mal sehen hier. Wieder fast runtergefallen. Ach, hier ging es jetzt doch nicht weiter. Ach, verdammt, wie war denn das noch?
muss doch zurücklaufen anscheinend. Ich weiß es echt nicht mehr genau. Fahrstuhl ist auch hier tot. Ich glaube, hier ging jetzt die Tür auf, ne? Ah, genau. Ah. Ach ja, genau. Die Aktion hier war das. Bums. Ratz. Hab's dir gesagt. Verdammt! Ich dachte, es wäre ganz sicher eine Bombe! Nein, das würde der Russe nie wagen. Das hier musste ja passieren. Und dann mal gucken, ob ich euch mit Granaten mal ein bisschen wachrütteln kann da unten, was? Was zum? Anscheinend nicht so wirklich, ne? Das fackel ich mich nur selber ab anscheinend. Das ist uncool. Benutze ich irgendwie auch kaum in dem Spiel das Zeug, ja? Habe ich da noch einen erwischt? Scheint so, ne? Anscheinend habe ich so gut weggesprengt hier. Du bist weg vom Fenster, Junge. Ich komme hier nicht raus, okay. Flip. Du hältst mal brav den Sabbel. Verdruckter Penner. Achso, ja. Lade ich nach. Da habe ich mir seine Munition. So, jetzt ging es irgendwie hier weiter, nicht? Kann man nicht gleich irgendwie aus der Toilette raus? Die Mutter hatte ihr Tagebuch auf dem Tisch vergessen. Schauen wir uns gleich an. So ein bisschen umgucken hier. Abgeschlossen. Tja, dann schauen wir uns den Brief da mal an. Das Tagebuch gehörte einer Nutte, Candy Dawn. Bei der Lektüre hätte ein Kopf von der Sitte zu Ohren bekommen. Habe am Telefon wieder mit der seltsamen Hexe gesprochen. Habe ihr das neueste Tape vom einäugigen Alfred geschickt. Solange die Hexe die Bänder bezahlt, könnte der alte Mann jeden Tag kommen, wenn es nach mir ginge. Sie hatte einen netten Nebenverdienst. Sie drehte schmutzige Videos von ihren Kunden und verkaufte sie an den Meistbietenden. Das würde sie eines Tages umbringen, wenn ihre tägliche Ration wie ihr nicht zuvorkommen würde. Da ist die Kamera. Schweinerei. So, und? Was ist los hier? Oh, jetzt haben wir die Tür hier aufgemacht. Super. Wow. Original umgelegt oder was? So viel zur Slow-Mo. Der ist immer noch tot. Der Fahrstuhl. Ja, ich würde sagen, ich beende hier den Part. Dann mal gleich so eine Runde, weil... Au, verdammt. Ja, kommt her, traut euch. Traut euch nicht. Uah. Ah, verdammt. Ja, was soll's, das macht das Ganze ein bisschen spannender, ne? Wenn ich ein bisschen Painkiller auch aufbrauchen muss. Uah. Nächster hinüber. Was kam hier? Ach, hier geht's eh in die nächste Mission. Naja, komm, das nehmen wir noch mit hier, weil dann haben wir im nächsten Part den Ladeschirm nicht mehr vor der Nase. Der alte Dienstaufzug rumpelte abwärts in die Eingeweide von Jack Lupinos Hotel. Ratten da drauf.
quietschen eigentlich auch ganz nett, wenn man die killt. Das könnte ich ja auch nochmal gerade aufnehmen. Hier mal schnell speichern. Ich glaube, hier kamen gleich erstmal welche, oder? Nee, das machen wir dann im nächsten Part. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne. Oh, beendet der Original die Aufnahme nicht, ne? Gibt's ja nicht.